Und es gibt ja ganz viele Zeitmanagement-Methoden. Ja. Ne? Angefangen bei Getting Things Done, über Achtsamkeitswege. Was ist jetzt das Besondere am Zeitsurfen? Was unterscheidet Zeitsurfen von diesen ganzen anderen, ja, die sich ja immer auch Zeitmanagement-Regeln nennen? Viele sagen auch, man kann die Zeit nicht managen, man kann die Zeit nur... Ja, was ist das Besondere am Zeitsurfen? Ja, Time Management, es ist auch das Beherrschen der Zeit. Hè? Und Getting Things Done drückt das auch aus. Hè? Die Sachen möchte man geschafft haben. All diese Art von Time Management, die versuchen eigentlich so viel wie möglich, so viel wie möglich geschafft zu bekommen. Und Zeitsurfen dreht das um. Zeitsurfen fängt aus der Ruhe. Mhm. Also die Belebung der Zeit ist wichtiger als das Endpunkt von der Linie. Das Beleben, was du eben machst, ist am wichtigsten. Also der Weg ist wichtiger als das Ziel. Genau. Ja. Genau. Und das Besondere, das sich herausstellt, ist, wenn du das machst, wenn du die Ruhe auf der ersten Stelle machst und wenn du funktionierst auf deine Intuition, dann kommt mehr Wesentliches aus deinen Händen, als wenn du abfängst und immer mal versuchst, so viel wie möglich zu machen. Weil dann bist du in einem Trott und machst du viele kleine Sachen und du nimmst keinen Abstand und du gehst immer weiter und du siehst eigentlich nicht, was du genau machst. Aber wenn du immer zurückkehrst zur Ruhe, bekommst du immer Überblick und du weißt eigentlich immer, was genau stimmt, was du genau auf diesem Moment am besten machen kannst. Und dann tauchst du da rein okay. Und dann ist das deine... So, meine Erfahrung ist, da kommt eigentlich mehr aus deinen Händen mit dieser Methode, obwohl das nie mein Ziel gewesen ist. Aber das ist collateral damage. Ja. Okay. Das heißt jetzt ja, es gibt ja auch von Konfuzius den Spruch, wenn du es eilig hast, mach einen Umweg. Ja. Das hört sich so ein bisschen so an, als ob das damit ganz viel zu tun hat. Das ist ein altchinesisches Sprichwort und es ist wahr. Man kann es selber feststellen, wenn du ganz eilig bist, ich muss noch 5 Sachen machen, ich habe nur eine Stunde, und du gehst raus, du machst einen kleinen Spaziergang, dann denkst du während des Spaziergangs, denkst du, warte mal. Dasjenige, das kann warten. Das wäre gut, ich würde das jetzt noch machen. Und das andere, ja, okay, ich mache es in meinem eigenen Tempo. Und dann stellt sich den nächsten Tag raus, dass 2 Sachen sich selber erledigt haben und dass du ein gutes Idee gehabt hast in Zwischenzeit, was ein besseres Antwort wäre, als das du gestern gegeben hättest.